So, wir starten unseren Talk heute über das Thema Gute Geschichten kann jeder. Wege aus dem Storytelling-Bullshit-Bingo. Grundsätzlich kann man zu uns sagen, wir sind von Wer wie was. Mein Name ist Desiree Nowak, ich mache dort die Marketingleitung und bin natürlich dadurch auch Storytellerin des Herzens. Und das ist Tana, du darfst dich gerne selbst vorstellen. Hallo, mein Name ist Tana Seehorst, ich bin Storytellerin und Produktionsleitung bei Wer wie was und das hat Geschichten, schreibe ich dort schon seit 5 Jahren. Jubiläum. Wer wie was? Wer wie was ist eine Agentur, die mit dem Fokus Erklärvideos, illustrierte Erklärvideos, Infografiken, Graphic Recording, Graphic Zeichnen von Inhalten. Und natürlich bei all diesen Dingen ist eins besonders wichtig und das ist das Storytelling. Wichtig ist, wir haben eine B2B-Ausrichtung und erklären und visualisieren sozusagen die Geschichten von Experten. Und zwar bedeutet das, dass unsere Themen großteils komplex sind und verwandeln diese Themen dann mittels Geschichten mit Storytelling in Erklärvideos und andere Medien. Ja. Was uns direkt zu dem Thema bringt, wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, was hören wir denn so, wenn wir sagen, ja, Storytelling sollte dort und dort angewendet werden? Und das ist erstens, unsere Themen eignen sich nicht für Storytelling. Das ist ein Satz, den wir sehr oft hören. Außerdem hören wir auch noch, ja, hey, wir machen ja eh schon Storytelling, no worries, Instagram und so, ne? Storytelling. Und, naja, ist eh lieb, das mit dem Storytelling, aber wird das nicht nach einer Zeit lang ziemlich fad, wenn man immer das Gleiche erzählt? Tja, und übergebe ich jetzt direkt an die Tana mit Mythos Nummer 1 und das ist, unsere Themen eignen sich nicht für Storytelling. Danke. Ja, also genau, Mythos Nummer 1, unsere Themen eignen sich nicht für Storytelling. Das ist tatsächlich was, was wir sehr oft hören, wenn die Kunden zu uns kommen. Ganz klassisch sitzen wir im Kickoff-Briefing und dann haben wir wirklich schon oft gehört, ja, also das ist unser Thema. A Story, ja, brauchen wir jetzt nicht wirklich. Also ein Produktvideo allein, das reicht schon, Geschichten erzählen. Na, das passt nicht zu unserer Firma, das passt nicht zu unserer Ausrichtung. Unsere Produkte sind zu komplex, unser Image ist zu konservativ, wir sind da noch nicht so weit und das passt einfach nicht dazu. Und weil wir das so oft hören, ist es heute so ein bisschen Selbstheilung und ich möchte mit euch so ein bisschen durchgehen, warum wir auch ganz stark dahinter sind, unsere Kunden, unsere potenziellen Kunden und eigentlich alle da draußen, die was zu kommunizieren haben, vom Gegenteil zu überzeugen. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, das ist jetzt beliebt oder weniger beliebt, um das geht es gar nicht, aber ich glaube, jeder, der so die letzten 5 Jahre irgendwas, oder naja, 6, 7 Jahre, ich weiß gar nicht genau, wann es war, in der Medienlandschaft irgendwie aufgepasst hat, hat wahrscheinlich mitbekommen, dass dieser Herr aus der Stratosphäre einen Sprung gewagt hat, tatsächlich nicht am Boden zerschellt ist, sondern das Ganze überlebt hat und es war eine ziemliche Sensation, er hat einen Weltrekord aufgestellt. Und ja, ich habe dieses Beispiel gewählt, weil das ist ein sehr gutes Beispiel für eine Markenpositionierung, für ein Image, das aufgewertet wurde, ohne dass eine große Story erzählt werden musste, denn die Geschichte an sich hat sich von selber erzählt. Das war eine Sensation, das war ein Weltrekord. Das hat uns intrinsisch irgendwie alle vor die Bildschirme geholt. Wir wollten wissen, ob der das wirklich macht, ob er sich traut, wie es da oben in der Stratosphäre eigentlich ausschaut, all diese Dinge. Das ist ein Thema, da lasse ich mir einreden. Da muss ich nicht extra eine Story erfinden, um das Thema cool zu machen. Aber es gibt viele andere Themen da draußen und nicht jedes Unternehmen kann mit seinem Produkt aus der Stratosphäre springen, um das quasi umzulegen. Und wir bei Wer wie was haben speziell mit solchen Themen zu tun. Wer nicht genau erkennen kann, was da drauf ist, das ist oben links eine Leiterplatte. In der Mitte wollten wir darstellen einen virtuellen Prüfstand aus der Fahrzeugentwicklung und oben rechts Semantic Web und diverse andere Themen, die mit der Digitalisierung so einhergehen. Und das sind die Themen, die wir bei Wer wie was bearbeiten und genau das sind auch oft die Kunden, die sagen, da brauchen wir Produktvideo und keine Story. Und da frage ich mich, really? Also echt? Denn gerade diese Themen sind eigentlich für Storytelling gemacht oder umgekehrt, Storytelling wurde genau für solche Themen gemacht. Themen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so ultra spannend erscheinen, wo man ein bisschen was rauskitzeln muss und Themen, die wirklich komplex sind und wo man die Zielgruppe irgendwie an der Hand nehmen muss und durch das Thema durchführen muss. Und ganz gut sieht man das auch
an den Beispielen der erfolgreichen Unternehmen aus den letzten 20 Jahren. Da habe ich jetzt das Beispiel von Dropbox rausgesucht. Dropbox hat das ganz schlau gemacht. Die haben 2007 ein Cloud Storage File Sharing System rausgebracht. Wohl bemerkt, das war 2007. Wir haben 2018 und die Cloud wird heute noch nicht von allen da draußen verstanden. 2007 war das deswegen ein riesiger Pain. Sie wussten nicht, wie bringen wir das der Zielgruppe überhaupt am besten rüber. Also das war ein klassisches, komplexes Thema für die Zielgruppe, wo man eine Geschichte erzählen musste, damit sie überhaupt verstehen, worum es geht und was das für einen Nutzen für sie hat. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben eine Geschichte erzählt. Sie haben eine Geschichte von der Magic Pocket erzählt, der magischen Tasche, die immer dabei ist, egal wohin man geht, die magically immer alles dabei hat, was man braucht. Gut, nur Dokumente, aber immerhin, die man auch irgendwie zu Freunden verschicken kann. Und dann haben die diese Sachen magically. Und obwohl es die Magic Pocket gar nicht gibt, hat jeder aus der Zielgruppe verstanden, worum es geht. Und ohne das Konzept der Cloud wirklich zu hinterfragen oder zu verstehen, ist Dropbox dann bei der Zielgruppe sehr, sehr erfolgreich geworden, wie wir wissen. Und wir haben jetzt auch ein Beispiel mitgebracht, das muss ich händisch abspielen, weil wir wollen ja nicht nur von anderen reden, sondern wir wollen auch zeigen, dass wir das auch machen bei Wer wie was. Wir haben ein relativ altes Video von uns mitgebracht, das aber durchaus sehr nett ist. Hier versuchen wir ein Thema zu erklären, eine Marketing-Theorie. Wir haben uns gedacht, das passt vielleicht heute. Und auch da haben wir eine Story drüber gestülpt und wir finden es gut gelungen. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Entschuldigung, so war es natürlich nicht gemeint. Digital Native hier am Werk, bemerkt schon wieder. Ich hoffe, dass der Ton abspielt. Oder das Internet möchte. Vorher hat es funktioniert. Für solche Momente wäre Fahrstuhlmusik immer ganz gut. Im Zimmer Gast. Das hat aber vorher funktioniert. Ich kann es versuchen. Das Passwort jetzt über den Livestream mitzuteilen, ist wahrscheinlich the dream, oder? Du kannst mal kurz kommen, das wäre super. Weil vorher, gerade habe ich es noch ausprobiert, hat es funktioniert. Vielleicht erzähle ich dazu noch ganz kurz was. Dieses Video war eins der ersten, das wir gemacht haben und da war uns speziell eben, weil wir wussten, wir wollen Stories erzählen, wir wollen gute Geschichten schreiben und wir wollen Themen an die Leute da draußen rausbringen, war uns der Storytelling-Aspekt besonders wichtig. Also das ist so eines unserer alten Herzeige-Projekte. Und perfekt, danke. Der Ton läuft über den Computer. Ich hoffe, ihr hört es. Man sieht, das war sehr sneaky von uns, weil wir uns da quasi auch noch trojanisch eingebaut haben. Man beachte jetzt diesen Abbinder nicht, weil wie gesagt, das ist alt. So, Moment, der Digital Native ist wieder am Werk, once again. So,
Wir haben dieses Beispiel mitgebracht, weil es zeigen soll, es gibt lustige Geschichten, aber es gibt auch weniger lustige Geschichten wie bei Dropbox. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Geschichte, die man erzählt, muss nicht immer lustig sein, es muss nicht immer unseriös sein, sondern es kann einfach manchmal der Zielgruppe helfen, das Thema besser zu verstehen oder einfach von vornherein interessiert zu sein und aufmerksam zu sein. Also gerade wenn wir jetzt über die 3 Sekunden Aufmerksamkeit sprechen, kann einem eine Story da ziemlich drüber hinweghelfen und diese Barriere beseitigen. Damit möchte ich ganz gerne sagen, unsere Themen eignen sich nicht für Storytelling. Tja, weil jedes Thema eignet sich für Storytelling und es sind gerade die komplexen und vielleicht auch ein bisschen die trockenen Dinge, die Storytelling brauchen. So, das bringt uns zu Storytelling-Mythos Nummer 2 und das ist das Thema, wir machen eh schon Storytelling, Instagram und so. Ja, das ist super, wenn man Instagram macht. Ja? Es geht nur darum, dass man da ein bisschen zurückspulen muss und sagen, okay, wie schaut es denn mit meiner Customer Journey aus? Wo steigt mir denn der Kunde ein? Wie begleitet er mich? Und wie behandle ich den eigentlich über die Zeit, die er mit mir mitgeht? Oh, und da kommen wir praktisch in diese Customer Journey, in dieses Verständnis hinein. Und das bedeutet, dass der Kunde ja mit dem Unternehmen online als auch offline viele, viele Touchpoints hat. Und ich kann am Anfang nicht sagen, ich bin grün und bunt und lustig und am Ende sagen, okay, es ist totally serious und es ist Business und es ist jetzt Facts, Facts, Facts. Das bedeutet, wir müssen auf Markenwerte eingehen, wir müssen auf die Message, auf die Key Message einer Geschichte eingeben und wir müssen im Endeffekt von Anfang bis Ende dieselbe Geschichte erzählen. Und das kann sein, eben, da nehme ich jetzt ein Beispiel und zwar, ist das ein eine Firma, die Fahrzeugentwicklung macht, die eine zukunftsorientierte und innovative Plattform entwickelt hat, die sich mit Prototyping beschäftigt und die virtuelle und echte Teile kombiniert. Das bedeutet, man kann sowohl Prototypen virtuell als auch echt und in der Kombination testen. Und da ging es darum, okay, wenn wir jetzt da eine Geschichte drüber erzählen wollen, wie würde diese Geschichte ausschauen? Gut, wenn man sagt Fahrzeugentwicklung, denkt jeder, okay, Auto. Ja? Wenn wir jetzt eine Geschichte erzählen wollen würden mit dem Thema, okay, wie baue ich einen VW Golf? Würde jeder sagen, okay, ja, VW Golf hat es vor 10 Jahren schon gegeben, gibt es jetzt auch in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich. Aber das hat nichts Innovatives und es hat auch nichts Zukunftsorientiertes. Ja, und das hat uns dazu gebracht, dass wir eben den Mars Rover entwickelt haben. Und mit diesem Mars Rover haben wir praktisch die Geschichte aufgebaut. Und dieser Mars Rover, man sieht halt die Maschine und wie halt der Mars Rover getestet wird und wie, man kann ja den Mars Rover de facto jetzt so nicht testen, sondern man muss ihn entwickeln auf einer virtuellen und auf einer Basis, die gerade schon da ist und das praktisch wurde dann in dieser Geschichte abgebildet. Und jetzt geht es darum, wenn ich dieses Video gemacht habe über diesen Mars Rover, wie mache ich damit weiter? Es könnte jetzt sein, dass ich jetzt hergehe und sage, okay, tolles Video, poste ich jetzt auf meinen Kanälen und dann war's das. Das ist aber nicht, warum Storytelling eigentlich hier gemacht worden ist, sondern wir wollen ja eigentlich diesen Bogen über die gesamte Customer Journey drüber spannen. Was bedeutet? Entweder ich verwende alles, was auch im Videoprozess gemacht worden ist, ich verwende das für eine Company Presentation. Ja, kann meinem Kunden direkt einsteigen und sagen, das und das und das ist der Grund, warum wir die Dinge tun. Oder man nimmt es gleich und sagt, entweder man macht einen Teaser oder einen Zusammenschnitt oder man nimmt das gesamte Video und sagt, okay, ich mache daraus ein Video-Ad, wenn wir von Social Media sprechen oder von Website. Dann furztrocken de facto Online-Banner. Wir alle lieben es, Adblocker und so. Ja? Die Message alleine, dass man sagen kann, hey, develop anything. Ja, du hast alle Möglichkeiten. Das ist einfach der Grund, warum wir auch sagen können, okay, es ist eine Geschichte und wir können diese Geschichte auch textlich darstellen, nicht nur visuell. Ja, Social Media, ein brennendes Thema. Jedes Unternehmen ist damit konfrontiert, auch im B2B-Bereich. Dieser Post könnte verlinken auf einen Blogbeitrag, der sich damit beschäftigt, wie diese Dinge funktionieren, die wiederum linken den Kunden zum Unternehmen. Das ist ja immer das Ziel. Ja, Text, wie gesagt schon zuvor, funktioniert. Search Ad, klassisch.
Wir können es im Newsletter einsetzen, sowohl die visualisierte Variante als auch im Text. Ja, und das ist jetzt besonders cool, auch wenn wir jetzt über alle Online-Kanäle sprechen, wenn es ums digitale Marketing geht, auch offline, speziell auf Messen passiert eine Menge. Die haben es dann praktisch, die hatten die Möglichkeit, es so zu machen, dass sie auf einer Messe die durch Virtual Reality praktisch diesen Mars Rover in unwegsamem Gelände probieren konnten, also testen, so ja, also Art, fahr mal kurz mit dem Mars Rover. Und am Ende bedeutet das, dass wir verstehen müssen, dass wenn wir eine Geschichte mit einem Video machen, dann müssen wir auch eine Verwertung des Contents machen und müssen die gesamte Geschichte über den Lifecycle eines Kunden spannen, bis er am Ende angekommen ist und mit dem Unternehmen eine Beziehung aufgebaut hat. Wie gesagt, wenn ich vorher komme und sage, ich bin Mars Rover und am Ende liefere ich in der Richtung gar nichts weiter, dann kann ich kein Vertrauen zum Kunden aufbauen. Und wenn ich kein Vertrauen zum Kunden aufbaue, dann kauft der Kunde de facto nicht. Das bedeutet am Ende, wir machen eh schon Storytelling, Instagram und so, super, aber denkt ein bisschen weiter als nur Instagram. Denkt nicht nur in einem Kanal, sondern denkt euch, wie ist der Lebenszyklus zwischen mir und meinem Kunden? Welche Beziehung möchte ich führen zu ihm? Welche Message möchte ich ihm mitgeben? Und verfolgt diese Sache auch bis zum Schluss. Busted, sozusagen. Dankeschön. Und dazu müssen wir gleich weiterklicken, weil der nächste und letzte Punkt hat im Endeffekt auch damit zu tun. Dann sagen wir unseren Kunden, verwendet die eine Story, die wir für euch erzählt haben, die wir gemeinsam entwickelt haben, verwendet die von Anfang bis Ende, der Kunde wird es euch danken. Verwendet sie von Anfang bis Ende, der Kunde wird es euch danken, er wird euch vertrauen, weil ihr dabei bleibt, weil ihr immer bei derselben Kernmessage bleibt, wir sind innovativ, wir sind zukunftsgetrieben und so weiter. Und dann kommt oft, aber es wird irgendwann fad. Und dazu kann man irgendwie nur sagen, ein klares Jein, weil das gilt schon zu beachten. Und da muss sich jeder, der in der Kommunikation ist und im Marketing ist, erstmal selbst an der Nase greifen oder sich quasi selbst genauer begutachten. Denn ich weiß nicht, wem es schon mal passiert ist, wer irgendein Kommunikationsformat aufgestellt hat, irgendeine Geschichte erzählt hat. Je öfter man es erzählt, und das tut man im Verkauf und im Marketing sehr oft, je öfter man es sieht, desto furchtbarer und langweiliger findet man es. Und man möchte eigentlich relativ schnell irgendwie was Neues erzählen und irgendwas anderes machen, wenn man sich selbst irgendwann anfängt zu langweilen. Aber genau das ist eigentlich erst der Moment, wo die Zielgruppe anfängt zu begreifen, worum es wirklich geht. Also das ist erst der Moment, wo es anfängt zu sickern quasi. Das heißt, erst mal den Moment abwarten und da noch 2-3 Sekunden stehen bleiben, das zahlt sich aus. Und dann heißt ja nicht, dass die eine Geschichte immer diese eine Geschichte bleiben muss. Das heißt nicht, dass der Mars Rover immer der Mars Rover an sich bleiben muss. Muss ich überlegen, wofür steht der Mars Rover? Für Innovation, für Zukunft, für alles ist möglich, für Revolution vielleicht auch in dieser Industrie oder in dieser Branche. Ja, und wenn man die Kernwerte identifiziert hat und bei denen bleiben möchte, dann hat man die verschiedensten Möglichkeiten, sie zu erzählen. Ich stehe jetzt nicht für die Coca-Cola und für die Marlboro-Kernwerte. Ich glaube, das sollte man klarstellen. Aber es gibt die verschiedensten Techniken. Und das ist eine Technik, die kennt ihr, die ist ganz bekannt. Das ist die Helden-Story oder die Hero-Story. Man kann Geschichten auf die verschiedensten Arten erzählen und sie haben noch immer denselben Kern. Eine Hero-Story kann dasselbe aussagen wie eine Himmel-Hölle-Story, eine Zwei-Welten-Story quasi, wo ein Vergleich zwischen einer furchtbaren und einer wunderbaren Situation gezeigt wird. Man kann Geschichten auch erzählen, indem man sich ganz stark auf den Kunden fokussiert und schaut, was ist denn eigentlich der Nutzen für den Kunden und wie kann ich den kommunizieren, sodass er ihn versteht, so wie Steve Jobs beim ersten iPod gemacht hat. Er hat 5 GB Speicherplatz gehabt und er bewusst ist rausgegangen und hat nicht gesagt, das ist der neue iPod, der hat 5 GB Speicherplatz, weil das hätte die Zielgruppe nicht als Value verstanden, sondern eher als Denksportaufgabe damals. Er hat sich entschieden, er sagt, it's like having 1000 songs in your pocket. Und das war das Besondere daran, das hat jeder verstanden, weil damals hat man halt den MP3-Player, da hat man die Lieder gezählt, die man draufkriegt zur Zeit, wo man 10 Lieder auf einen MP3-Player drauf bekommen hat. Das war der Value, das war die Geschichte. Man kann Geschichten auch erzählen, indem man sie gar nicht erzählt.
indem man es in medias res macht. Das heißt, man wirft die Leute in irgendwas rein, was sie überhaupt nicht verstehen, mitten in die Dinge quasi und rollt dann erst nachher auf, worum es denn eigentlich wirklich geht. Ich glaube, das Bild ist relativ, sagt das relativ gut. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man es da unten sieht. Also es geht im Endeffekt um sehr starke Angelschnüre. Das ist in medias res Storytelling zum Beispiel. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten. Und wenn wir schon bei dem Bild sein, sind, sage ich gleich mal, es gibt Möglichkeiten wie Sand am Meer, um eine Geschichte zu erzählen. Das heißt, zu sagen, eine Geschichte immer ist irgendwie fad, muss ich immer dasselbe erzählen? Nein, musst du nicht. Also die Ausrede gibt es eigentlich nicht. Deswegen, wir warten auf die Animation, die hier, genau, ja. Deswegen auch das bastet. Und das waren jetzt nur 4 Möglichkeiten von Techniken, die Storytelling bietet. Deswegen seid mutig, geht raus und erkundet die Möglichkeiten, die Storytelling euch bietet. Ich fühle mich gerade sehr missionierend, aber ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe. Ja, deswegen, wir wollen euch 3 Sachen im Endeffekt mitgeben und hoffen, dass die rübergekommen sind. Erstens, es gibt zu wirklich jedem Thema eine Geschichte. Scheut nicht davor zurück und sagt nicht, wir sind zu konservativ, wir sind zu komplex, wir sind zu fad, zu trocken. Oder meine Zielgruppe braucht das nicht. Das stimmt nicht, denn auch Experten sind nur Menschen. Egal, ob sie ganz tief unten Entwickler im minus 6. Stock sind. Ja, und wenn es darum geht, eine Geschichte zu erzählen, erzählt eine Geschichte, spannt einen Bogen über die gesamte Customer Journey und bleibt vor allem dran. Konsistenz ist hier absolut key. Und was ich gerne noch sagen würde, ist Trust Sells. Also Vertrauen, wenn der Kunde das Gefühl hat, dass das, was man ihm erzählt, nicht eine hohle Hülle ist, dann vertraut er einem und dann ist er auch bereit, auch in negativen Situationen immer wieder auf das Unternehmen zuzugehen. Und deshalb ist es so wichtig, diese eine Geschichte zu erzählen, über diesen Bogen zu spielen und darauf zu schauen, dass das konsistent kommuniziert wird. Genau. Weil es Story-Varianten wie Sand am Meer gibt, gibt es wirklich keine Ausreden mehr. Also macht was draus, erkundet die Welt des Storytelling. Wir würden uns freuen, wenn es vielleicht mit uns ist und irgendwelche Fragen gleich kommen zum Thema Storytelling. Insofern, wer eine gute Geschichte erzählt, gewinnt. Und danke für die Aufmerksamkeit. Wo? Wo war die Frage? Irgendwer hat es. Achso, es war die Frage, ob es Fragen gibt. Achso, okay, oder gibt es Fragen? Desiree, super Vortrag. Wo hast du das Ganze gelernt? Bei wer wie was? Nein, das war ein Scherz. Ich habe eine Frage. Es gibt ja verschiedene Plattformen, wo man das alles gratis erstellen kann. Da gibt es Scribble, da gibt es Powtoon etc. Wie viel kostet ein Video bei euch und was kriegt man dafür? Das heißt, ich habe jetzt ein Produkt, was kriege ich in eurem Package und wie viel kostet das? Das hängt ganz vom Anspruch ab. Es gibt, wie du sagst, es gibt die verschiedensten Arten von Videos. Es gibt Scribbles, es gibt Vektorgrafiken, es gibt 3D-Animation, es gibt 2D-Animation, die gefaked aussieht wie 3D-Animation. Es gibt Character Animation, es gibt Motion-Animation, es gibt die verschiedensten Arten. Das heißt, das macht doch immer einen Unterschied. Zum Beispiel Scribbles sind ein bisschen einfacher in der Animation. Da kann man auch nicht so viel machen. Das heißt, da läuft in der Animation nicht so viele Stunden rein und so weiter. Deswegen kann ich nicht sagen, ein Video kostet so und so viel. Grundsätzlich kann ich sagen, dass wir für unser günstigstes Video für 2 Minuten beginnt bei 4.900 Euro. Es gibt natürlich Abwandlungen, wenn jemand sagt, er will ein 1-Minuten-Video haben und 30 Sekunden, entsprechend verringert sich natürlich auch der Aufwand für uns. Weniger Konzeption, weniger Animation, Illustration rechnet sich dann natürlich auch runter. Aber wenn man es auf den 2-Minuten-Preis rechnet, ein Standardprojekt im günstigsten Paket, dann ist das der Preis. Was du natürlich bei Powtoon machen kannst, ist, du kannst dir das alles selber machen. Du arbeitest allerdings immer aus einer Library heraus. Das heißt, dein Video wird nie einzigartig sein. Du nimmst die Characters, die wer andere auch hatte. Okay, du färbst das T-Shirt vielleicht um. Was halt die Möglichkeit ist mit einer Agentur, du holst dir einerseits Beratungsleistung durch die ganzen Geschichtenerzähler, durch die Projektmanager, durch die Konzepter, Artdirektoren und so weiter rein. Du kannst ein wirklich einzigartiges Video für dich machen, wo du ganz genau auf deine Brand eingehst, sowohl im Stil als auch in der Geschichte. Die Möglichkeiten sind einfach breiter. Ich glaube, es kommt einfach immer nur auf die Zielsetzung an und auf den Ende des Tages, wie du es einsetzen willst, was für einen Fokus du darauf setzen möchtest. Ja. Das ist dann immer eine Entscheidung.
Also ich glaube, es gibt für beides Berechtigungen natürlich. Kannst du dir auch Charaktere quasi mittlerweile zusammenstellen oder auch importieren? Das kommt immer drauf an. Genau, kannst du natürlich auch machen. Im Grunde genommen, wenn du... Es ist auf jeden Fall einfacher zu wer, wie was zu gehen. Es ist einfacher, sicherlich. Du hast halt ein Spiegelbild, gell? Also du hast halt jemanden, der dir sagt, aus der Erfahrung wissen wir das und das. Wenn du es selber das erste Mal machst, in den wenigsten Unternehmen gibt es halt die Erfahrung in dem Bereich. Natürlich, es gibt wahrscheinlich auch Grafiker, die das super machen. Ja? Wenn du das Glück hast im Unternehmen, dass du diese Ressourcen bei dir hast, ist cool, dann kannst du das... Ja, die das nicht haben, da freuen wir uns. Danke. Noch eine Frage oder sollen wir zum nächsten Talk übergehen? Wann würdet ihr dann die Geschichte ändern? Du sagst, das ist zu nerven, dann. Aber du brauchst zuerst, glaube ich, das Mikro, weil sonst hört man dich nicht. Vielleicht stellst du nochmal kurz. Okay, danke. Genau, also ihr habt ja immer davon geredet, dass man halt bei einer Geschichte bleiben soll, aber irgendwann würdet ihr die wahrscheinlich dann doch auch ändern. Wann wäre das dann für euch der Fall? Das ist eine gute Frage, das fragen uns viele. Es gibt keine Regel, ab wann man es unbedingt ändern soll. Ich glaube, das ist sehr, auch sehr abhängig vom Unternehmen. Es gibt oft irgendwelche Change-Prozesse, wo man dann die Geschichte ändern muss, weil sich irgendwelche Kernwerte vielleicht doch in eine Richtung entwickelt haben, weil die Geschichte vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist. Das kommt auch sehr auf die Geschichte an und das Feld, in dem man sich bewegt. Prinzipiell glaube ich, eine Rule of Thumb, die man ganz gut anwenden kann, ist, dass man eine Geschichte auf keinen Fall zu schnell oder zu abrupt ändern sollte. So wie das Beispiel mit dem Mars Rover, mit dem Golf, wenn ich dem am Anfang erzähle, in irgendeinem YouTube Pre-Roll, mit uns kannst du sogar den Mars Rover entwickeln und dann zwei Kanäle später erzähle ich ihm die Entwicklung des neuen Golf, auch mit uns möglich, hat halt ein bisschen einen anderen, also das ist zu abrupt. Man kann eine Geschichte, wenn sie einem sofort auf den Geist geht, kann man eine Geschichte natürlich ändern. Man soll es vielleicht kontinuierlich machen, keine zu harten Cuts reinmachen. Das ist eher die Regel und weniger, ab wann man es unbedingt ändern muss. Da würde ich auch noch gerne was dazu sagen. Und zwar, es geht ja bei der Geschichte nicht immer darum, wie man sie ausschmückt, sondern es geht eigentlich um diesen Key Value, um diese Key Message. Coca-Cola fährt seit, ich weiß nicht, 20 Jahren dieselbe Strategie mit den Geschichten und erzählt immer zum selben Value, immer zum selben Key die Geschichte. Und das ist, glaube ich, das, worum es tatsächlich geht. Man kann in Geschichten weiterentwickeln, man kann sie in gewisse Richtungen directen, sage ich jetzt mal. Was wichtig ist, man darf nicht sein Standing, seine Positionierung abrupt ändern. Ich kann nicht sagen, ich bin heute Coca-Cola und mein Getränk ist super süß und das ist ein Lebensgefühl und im nächsten Schritt stelle ich es in einer super billigen Tetra-Pak-Version ganz unten in die Regale. Also wenn ich Lebensgefühl bin, muss ich das eigentlich von A bis Z tun und das macht Coca-Cola auch immer noch. Also die verkaufen immer noch über dieses Lebensgefühl, über diese Jugend, über diese Emotion. Es geht in den Geschichten um die Emotionen und nicht um das Tatsächliche, um den Hard Fact. Das ist das, worum es geht. So. Ich hoffe, deine Frage wurde von uns beiden beantwortet. Daumen nach oben, das ist ein gutes Zeichen. Sehr gut. Gut. Ja. Ich habe noch eine Frage gehabt. Geht schon. Darf der Herr noch? Wieso sollte man die Brandstory überhaupt ändern? Ich meine, das ist ja die Brandstory, ja, die erzählt. Ja. Und das Erklärvideo ist ja nur quasi eine Folge davon. Das ist ja reiner Content, das Erklärvideo. Das hat nichts mit der Brandstory zu tun. Da gebe ich Ihnen, dir, ich bin jetzt einfach so unfreundlich und tut's alle, gebe ich dir absolut recht. So reflektiert ist aber nicht jeder da draußen und es gibt viele junge Unternehmen, die gerade irgendwie frisch beginnen und da dreht sich extrem viel. Es gibt viele Unternehmen, die gerade, die vielleicht schon sehr groß sind, extrem im Wandel sind, wo sich auch viel tut und da muss man halt aufpassen, dass da nicht so ein harter Bruch entsteht, dass sie eigentlich gerade noch in der vorigen Sekunde war. Aber prinzipiell gebe ich dir natürlich recht. Ich glaube, so wie ich es gesagt habe,
von sich selbst auszugehen im Marketing ist immer gefährlich, gerade wenn man selber Marketer ist und die anderen dann nicht. Aber ja, also gebe ich dir absolut recht, macht keinen Sinn. Deswegen Mythos, bastet. Ich möchte noch, ja. Da möchte ich gerne das Beispiel anbringen. Mercedes hat das extrem gut gemacht. Ja. Die hatten eine Brand Story, ja, die sind ja ziemlich produktbasiert und produktfokussiert und haben es ja über diesen High Standard und diese extreme Hochpreisigkeit und Hochwertigkeit verkauft und hatten dann das Problem vor ein paar Jahren, dass sie gemerkt haben, dass sie im Image irrsinnige Probleme haben. Ja, das ist jetzt Mercedes ist Taxi und alte Autos, also Autofahrer mit Hut. Das war also so in der allgemeinen Meinung die Sache von Mercedes. Und dann haben sie es geschafft, und das haben sie sehr, sehr gut gemacht, über ihre Kampagnen, die sie gemacht haben, langsam den Brand Value in die jüngere Richtung, auch mit den Produkten gemeinsam, es ging von A bis Z, sich wirklich neu hinzustellen und zu sagen, okay, nein, Mercedes ist nach wie vor von demselben Brand Value und haben es aber geschafft, sich von diesem Image komplett wegzudrehen. Und um das geht es. Es geht nicht darum, sich untreu zu werden, sondern es geht darum, sich weiterzuentwickeln und die Geschichte muss sich mit dem Unternehmen mitentwickeln. Und das ist das wirklich, was so auch die Aufgabe ist. Sonst könnte man sich einmal eine Geschichte zurechtlegen und sagen, das ist jetzt meine Geschichte und die dresche ich jetzt bis zum geht nicht mehr. Eine Geschichte muss sich genauso weiterentwickeln, wie ein Geschäftsführer sich weiterentwickelt, wie ein Unternehmen sich weiterentwickelt, wo Dinge dazu und wieder wegkommen. Und diese Möglichkeiten bietet aber das Storytelling.